Noch ein bisschen zum Licht drehen? Ja, okay, ja. Schatten? Ah, okay. Okay. Ja. Nice. Ja. Ah, da war doch bestimmt was Gutes. Aber nicht so was Gutes, wie Lionel normalerweise an Bildern macht. Die zeigen wir euch hier mal kurz. Also wirklich fantastische Bilder. Du bist Fotograf, du schulst sogar andere Fotografen und vor allen Dingen hast du einen tollen YouTube-Kanal, der sich mit Fotografie beschäftigt. Gehen wir gleich noch näher drauf ein und vor allen Dingen hast du mir Fragen deiner Fans mitgebracht, rechtliche Fragen und was das für Fragen sind, die dem Kanal von Lionel gestellt worden sind, das sind natürlich Fragen rechtlicher Natur, seht ihr jetzt gleich in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und neben mir seht ihr Lionel Stief. Du bist Fotograf und auch YouTuber, muss man ja sagen. Klar, hast einen ordentlichen YouTube-Kanal mit, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Followern. Also ganz weit noch nicht, sind 15, aber ja, okay, wir sind aber auf dem Weg. Genau, gut, auf dem steigenden Ast. Und vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen habe, du erklärst, wie man fotografiert. Wie bist du dazu gekommen? Ja, genau. Also mein Thema ist eigentlich alles, was mit Gestaltung zu tun hat und vor allem halt so die Lichtgestaltung. Ne? Okay. Da kann man so viel machen. Ne? Licht und eine Motivgestaltung macht einfach so viel aus mit Motiven und da kann man sich richtig kreativ austoben. Ja. Ja. Und jetzt hast du deine Fans mal gefragt, was wollt ihr, die sind ja oft auch Fotografen, rechtlich wissen? Und das waren so viele Fragen, dass wir es gar nicht in einem Video unterbekommen haben, sondern wir haben es gesplittet. Ein Video hier, da haben wir die ersten 5 Fragen und jetzt gleichzeitig auch bei dir auf dem Kanal die nächsten 5 Fragen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die rechtliche Thematik des Fotografierens ein. Was hast du mir mitgebracht an Fragen? Genau, wir haben auf Instagram viele Umfragen gemacht und das Thema Fotorecht ist halt für Fotografen halt natürlich immer extrem wichtig. Da herrscht auch sehr viel Unsicherheit. Frage Nummer 1 war, kann ich Markenprodukte, gegebenenfalls vielleicht, wo auch noch ein erkennbares Logo drauf ist, kann ich die einfach so fotografieren? Mhm. Ne? Oder muss ich das Logo immer wegretuschieren? Ist das dann eine Markenrechtsverletzung, wenn ich was Erkennbares drin habe? Ist witzigerweise eines der weit verbreitetsten Rechtsirrtümer, dass ich kein Coca-Cola-Logo auf meinen Fotos haben darf oder Pepsi oder was auch immer. Nein, das ist nur eine Markennennung, wenn ich zeige auf einer Cola-Dose, dass da Coca-Cola draufsteht. Ich rühme mich ja nicht dieser Marke. Das heißt, eine Markenrechtsverletzung hätte ich, wenn ich eigenes Cola-Getränk rausgeben würde und da dann Coca-Cola draufschreibe. Dann rühme ich mich des guten Namens Coca-Cola. Wenn ich aber eine coole Cola-Dose fotografiere mit dem Markenlogo Coca-Cola, dann zeige ich ja, Cola hat coole Cola-Dosen. Und dann darf ich das auch tun. Es gab allerdings eine Rechtsprechung, wenn du das machst und darauf dann nachher Werbung schaltest, könnte das wieder schwieriger werden. Dann geht es nicht um die Fotografie an sich, sondern die Nutzung der Fotografie zu Werbezwecken. Dann hat man so einen Tatbestand, das heißt Anhängen an den guten Ruf einer anderen Marke. Mhm. Ich glaube, das war ein Urteil, da hatte irgendjemand gesagt, hier, abonniert uns oder kauft irgendwas von uns, ihr könnt eine Rolex gewinnen. Und 50% des Bildes, was er da auf Plakaten veröffentlicht hat, war diese Rolex-Uhr dick mit Rolex drauf. Und da hat Rolex gesagt, Moment mal, ihr dürft zwar das Foto machen, von der Rolex. Aber in dem Moment, wo ihr big damit Werbung macht, müsstet ihr uns eigentlich vorher fragen, dann lag die Markenrechtsverletzung weniger in der Fotografie als vielmehr hinten raus also in vom, der vom Inhalt her. Vom Inhalt her. Das heißt jetzt zum Beispiel, also jetzt gerade hier, du hast hier ja ein MacBook. Zum Beispiel, das darf man sagen. Darf man sagen. Es ist nicht einmal Schleichwerbung, absolut. Ja, aber weil es jetzt quasi einfach im Bild ist, aber es nicht um dieses MacBook geht, außer jetzt in unseren kurzen Sätzen, kann man sagen, ist absolut okay. Genau. Kann drin bleiben. Sagt einem ja ehrlicherweise auch das gesunde Menschenverstand. Überall hast du irgendein Markenlogo. Selbst hier auf meinen Büchern ist jetzt das Logo vom Rheinwerk Verlag drauf. Wäre ja ein Wahnsinn, wenn das jetzt alles abgeklebt werden müsste. Das ist also erlaubt. Problematisch wird es immer dann, wenn du Markenprodukte, aber da sind wir schon bei einer anderen Thematik, in deine Stories reinnimmst, in deine Instagram-Stories, extra auf deine Fotos nimmst und dafür eine Gegenleistung bekommst. Ja, gut, das ist ja wieder Werbung. Aber das heißt, ich kann theoretisch ein Fotoshooting haben, wo jetzt jemand ein Handy hält. Und ich mache jetzt ein Foto zum Beispiel für eine Anwaltskanzlei. Man zeigt einen Anwalt mit einem Handy gerade am Telefonieren. Und da steht jetzt so klein Samsung drauf. Oder Apple Samsung. Ist egal. Genau, ist kein Problem. Ja. Ist keine Markenrechtsverletzung. Erst in dem Moment, wo du das Handy zum zentralen Bestandteil einer Kampagne machen würdest oder
ja, und dann weiter darauf aufbauen, auf der Marke quasi Geld machen wollte. Das geht es nicht mehr. Aber das ist in der Regel bei so einem Bild nicht der Fall. Da ist das Handy einfach in der Funktion nur verwendet worden, wie es auch sonst dienen soll, als Telefon. Und wenn du dann ein bisschen was vom guten Image von Samsung oder Apple abbekommst, ist das völlig legal. Okay. Cool. Ja. Dann als nächste Frage, ne, da sind wir auch schon beim Thema Werbung tatsächlich drin. Ne, gerade durch die DSGVO herrscht extrem viel Unsicherheit. Was muss man jetzt als Werbung kennzeichnen? Ja. Was muss man nicht als Werbung kennzeichnen? Hat es überhaupt was mit der DSGVO zu tun? Hat die überhaupt was geändert? Ja. Und momentan ist gerade so ein richtiger Trend, dass alle Fotografen, Make-up-Artisten bei Instagram immer vorher dazu schreiben, ne, Werbung wegen Verlinkung der beteiligten Leute. Ne? Total crazy, du hast vollkommen recht. Und tatsächlich erleben wir das auch etwa seit Mitte Mai letzten Jahres, vielleicht schon ein bisschen früher. Ich glaube, dass die DSGVO irgendwie zu mehr Achtsamkeit aufgerufen hat. Sie hat gar nichts damit zu tun, das muss man schon mal sagen. Also DSGVO hat damit einfach so, zu tun. Ja. Wow, da ist was Neues, wir recherchieren mal, was erlaubt ist. Ja, absolut. Und es ist das Wettbewerbsrecht. Und im Wettbewerbsrecht ist geregelt, eine geschäftliche Handlung muss immer gekennzeichnet werden. So, eine geschäftliche Handlung muss gekennzeichnet werden, sofern man nicht erkennt, dass es eine geschäftliche Handlung ist. Jetzt, das ist das eine. Und jetzt muss man sagen, naja, wenn du den Make-up-Artist erwähnst, der die Schminke für deine Fotos gemacht hat und dafür keine Rabatte bekommst, kein gesondertes Geld bekommst, sondern das machst, weil ja, es einfach interessant ist, wer das gemacht hat, dann ist das aus meiner Sicht absolut freie Meinungsäußerung. Es ist allerdings auch so, dass wir aus dem Medienrecht einen Trennungsgrundsatz haben. Einen Trennungsgrundsatz zwischen journalistischen Inhalten und werbenden Inhalten. Das heißt, die Grenzen sind leider fließend. In dem Moment, wo du dir günstigere Konditionen erhoffst, irgendwie ein bisschen Knete dafür bekommst, dass du den Make-up-Artist erwähnst, dann muss auch Werbung drunter. Aber nur, weil dir jetzt jemand am Set geholfen hat und darfst du den aus meiner Sicht auch aus Dank erwähnen. Das war schon immer irgendwie so. Und wenn ich mir das jetzt mal auf im übertragenen Sinne auf eine Zeitung anschaue dann, oder auf RTL, die wurden ausgestattet von, dann wird das auch gesagt. Steht immer, und da steht auch nicht Werbung drüber, sondern ist klar, das ist eine geschäftliche Handlung. Wir wollen uns bedanken. Und ich möchte mal sogar tippen, dass da ja, eventuell sogar Gelder fließen oder dass da zumindest die Klamotten kostenlos gegeben worden sind. Dass so, dass da schon fast eher noch Werbung drüber muss, als es jetzt bei das heißt, so einer Erwerbung ist. Man müsste auch Werbung drunter schreiben, wenn man quasi kostenlos eine Dienstleistung oder ein Produkt erhält. Also, das ist eine sehr gute Frage. Da sage ich erst ab einem gewissen Wert des Produkts. Ich sage so von 100 bis 200 Euro, wenn du was geschenkt bekommst und aus freien Stücken dich dann entscheidest, ich blogge darüber, ist das eigentlich ja freie Meinungsäußerung. Aber wo ist die Meinungsäußerung nicht mehr so frei? In dem Moment, wo du dir hoffst, nochmal was geschenkt zu bekommen. Du geschenkst dir also Samsung Handy, du fotografierst es, stellst es auch noch, ey, guckt euch mal die coolen Handys von Samsung an, sage ich, du bist beeinflusst worden. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich hast beeinflussen lassen, das ist vielleicht die Gegenfrage, die man sich selbst stellen muss, musst du auch Werbung drüber schreiben. Okay, das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel eine Kooperation ist, der Make-up-Artist sagt, ne, ich schminke jetzt bei dir, das Model sagt, okay, ich will auch keine Gage, Fotograf will auch keine Gage, alle tun sich einfach nur zusammen und machen ein freies Projekt zusammen, wovon jeder am Ende profitiert, weil er dann ein schönes Bild hat. Ja. Ne? In so einem Fall, da geht es ja eigentlich quasi nur darum, dass die Leute sich gegenseitig helfen, muss ich da dann dazu schreiben? Werbung? Meiner Meinung nach nein. Okay. Es ist allerdings viel Verwirrung reingekommen durch ein Landgericht Berlin-Urteil von, was die Instagrammerin Vreni Frost betraf. Mhm. Landgericht Berlin sagt, die muss alles als Werbung kennzeichnen. Es wurde noch schlimmer. Es gab eine andere Instagrammerin, Pamela Reif, die ist vom Landgericht Karlsruhe gleich als komplette Werbefigur stilisiert worden, die alles als Werbung kennzeichnen muss. Kathi Hummels ist gerade vom Landgericht München auch als Werbefigur erkannt worden, aber deswegen müssen sie, in der umgekehrten Argumentation, müssen sie gar nichts kennzeichnen. Also ziemliches Chaos. Aber wenn du mich fragst, Werbung dann kennzeichnen, wenn du bezahlt worden bist oder sonst irgendeine Gegenleistung fürs Posting bekommen hast, wenn ihr euch alle nur zusammentut, um coole Fotos zu machen, kannst du die Leute auch nennen. Das ist freie Meinungsäußerung. Ja. Okay, nee, hilft schon mal viel als Klarheit. Jetzt nochmal, wie muss so eine Kennzeichnung eigentlich ausschauen? Muss da wirklich dabei stehen Werbung oder würde es jetzt im Video zum Beispiel auch einfach ausreichen, hey, ich habe jetzt gerade ein Produkt zugeschickt bekommen von XY zum Testen und ich zeige euch das jetzt, wie das läuft?
Also, nein, reicht nicht. Du musst schon tatsächlich richtig Werbung oder Anzeige davor schalten. Wobei diese zugeschickten Produkte sind ja noch so ein Grenzfall. Ja, und, ob ich da jetzt knallhart Werbung drüber schreiben würde, weiß ich nicht. Eventuell, aber da gibt es noch keine Gerichtsurteile zu, könnte man tatsächlich, so machen es ja viele, voranstellen, hey, ich sage euch, ich habe dieses Produkt kostenlos zum Test bekommen. Dann kann man ja auch argumentieren, dann wird ja keiner mehr in die Irre geführt. Dann weiß ja jeder, ja, eben. Möglicherweise hat er sich davon beeinflussen lassen. Wer also bereit ist, ein gewisses Risiko zu gehen, sollte diese Form wählen. Wer sagt, ich will veröffentlichen, aber ich will null Risiko, sollte Werbung oder Anzeige drüber schalten. Wobei auch da will ich dir eins sagen, für mich hat das auch alles überhand genommen. Jeder taggt gerade alles als Werbung. Das ist auch wieder eine Verbrauchertäuschung, weil der Verbraucher jetzt gar nicht mehr weiß, das ist wirklich, ja, Werbung. Ja. Plus, was ja auch noch hinzukommt, ist, dass wenn man jetzt sagt, das ist Werbung und du hast Adidas Schuhe irgendwie fotografiert, dann gaukelst du dem Verkehr ja auch vor, du hättest einen dicken Werbedeal mit Adidas und machst dich vielleicht größer als du bist. Ja, stimmt. Ja, und dieses Angeben ist auch wettbewerbsrechtlich verboten. Also strange Situation. Okay, also nach wie vor viel Unsicherheit, ja, aber es ist alles halb so wild. Halb, man muss so jetzt wild, nicht wirklich alles so kennzeichnen. Richtig. Auch doch da, ne, das haben wir jetzt nicht als extra Frage aufgeschrieben, aber wie ist es denn, wenn ich eigene Produkte, ja, eigene Produkte in die Kamera halte. Ne? Hier sind ja auch ein paar Bücher, ja, die beim Rennen. Hatten wir auch einen berühmten Fall, da ging es nicht um Fotos, sondern um YouTube. Da gab es den YouTuber Flying Uwe. Und er ist noch Geschäftsführer und Inhaber eines Fitnessprodukts. Mhm. Und das hat er immer wieder empfohlen und nicht Werbung drüber geschrieben. Und die Landesmedienanstalten haben ihm dann Bußgeld draufgedrückt, ich glaube von 10.000 Euro. Warum? Weil nicht klar war, dass er hinter dem Produkt steht. Bei mir als Kanzlei ist es ja so, ich mache ja einen YouTube-Channel für die Kanzlei und in dem Sinne ist es natürlich auch irgendwo ein Stück weit Werbung. Aber wir schreiben ja nicht Werbung drüber, weil für jeden erkennbar ist, dass das, was wir hier tun, auch auf die Kanzlei abwerben und abfärben soll. Und insofern bei eigenen Produkten in der Regel nicht, sofern klar ist, dass das seine eigenen Produkte sind. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung hat, ne, man zeigt, ja, so sieht's aus, hey, wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, ne, oder buchen, ja, ne, swipe, genau, up, das muss man nicht mit als Kenner. Werbung Beispiel, kennzeichnen. Wenn du Fotokurse gibst, könntest du ja auch sagen, hier, übrigens, das, wenn ihr euch das Video gefallen hat, das könnt ihr lernen in meinem neuesten Fotokurs. Kein Problem, musst du nicht Werbung drüber schreiben. Ist allen auch klar, dass das Werbung, finde ich, ist logisch. Ja, ja. Also wenn es eindeutig ist. Wenn es eindeutig, ne, ist, brauchst du es nicht. Bei ProSieben steht ja auch nicht Werbung, wenn Werbung läuft. Doch. Ich glaube schon. Nee, die haben doch irgendwas vorweg. Die haben also vor Werbung. Gleich kommt Werbung. Genau. Aber wenn jetzt Joghurt-Werbung läuft, dann steht ja nicht bei der Joghurt-Werbung. Okay, okay. Aber da muss man schon sagen, die grenzen das schon ab im Fernsehen. Das schon. Die grenzen das ab. Und du musst es nicht einmal abgrenzen, wenn du das für deine eigenen, ja, Produkte dann machst. Okay. Ja. Mhm. Das ist immerhin. So, jetzt die Frage, die ich am allerhäufigsten gestellt habe. Ja. Vor allem mit DSGVO. Und zwar das Thema auf Veranstaltungen fotografieren. Wie sieht's aus bei Hochzeiten, Konzerten, ja, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht auch engagiert bin? Ne? Ich soll jetzt Fotos machen auf dem Konzert. Ja. Da sind 10.000 Leute. Ich kann doch nicht von jedem Einzelnen das Einverständnis reinmachen. Ja. Wird das dann über eine AGB gelöst? Wie schaut's da rechtlich aus? Also, da muss man zweierlei unterscheiden. Das eine ist das Recht am eigenen Bild, was die Leute haben, nach dem Kunsturheberrechtsgesetz. Da gibt es verschiedenste Regelungen, warum man fotografieren darf. Jemanden, zum Beispiel eine prominente Person, darf man fotografieren, wenn es um ihre Funktion geht, aber im Privaten auch nicht mehr. Und bei Nicht-Prominenten, bei einem Fußballspiel zum Beispiel, da macht man das über die AGB und holt sich eine Einwilligung rein, hinten über die AGB. Das ist schon die große Frage, sind die immer wirksam mit einbezogen? Wenn ich zum FC hier gehe in Köln, dann lege ich 50 Euro auf den Tisch, wenn ich eine Sitzplatzkarte haben will, kriege dann meine Karte und hinten drauf stehen die AGB. Das ist zu spät. Ich kann nicht nachher jemandem die AGB mitgeben. Er muss ja vorher wissen, was da für ein Deal ist. Also die werden unwirksam in so einem Falle. Aber sagen wir mal, du hast wirksame AGB, dann hast du zumindest als Fotograf erstmal das Recht, dass du denjenigen fotografieren darfst nach dem Kunsturheberrechtsgesetz, was sowas wie Persönlichkeitsrechte regelt. Punkt 1. Punkt 2 ist jetzt die etwas missliche Situation nach der Datenschutzgrundverordnung. Denn selbst wenn er damit einverstanden ist, dass du ihn fotografierst, heißt das noch, und da geht es aber nur um seine Persönlichkeitsrechte, heißt das noch nicht, dass auch das Datenschutzrecht damit geregelt ist. Und im Datenschutzrecht geht es darum, um personenbezogene Daten. Und was könnte personenbezogener sein als das Gesicht? Mhm. Und verrückterweise ist das eben im DSGVO nochmal gesondert geregelt.
Ja. Und da gibt es dann Normen und ich sag mal so, eine größere Gruppe darfst du fotografieren. Da gibt es einen, also entweder du hast eine Einwilligung, klar, die holst du dir normalerweise nicht über die AGB. Da werden andere Dinge geregelt, aber nicht die datenschutzrechtliche Einwilligung, witzigerweise. Ist auch gar nicht so cool, weil die jederzeit widerrufbar ist. Will ich im Detail nicht weiter eingehen. Aber du hast ein berechtigtes Interesse zu fotografieren. Du musst du Interessenabwägung machen und sagen, hier ist eine große Masse, der Einzelne geht unter, seine Interessen sind relativ wenig betroffen. Das kriegen wir also hin. Wir kriegen dein Foto da hin und gemacht. Und jetzt kommt der einzige kleine Knackpunkt, den noch keiner richtig gut gelöst hat. Denn wenn du ein Foto von jemandem machst und wir haben einen Rechtfertigungsgrund, zum Beispiel das berechtigte Interesse, dass du das Foto anfertigen kannst, dann musst du ihm aber mitteilen im Rahmen einer Datenschutzerklärung, wie lange du das Bild speicherst, wann du es gedenkst zu löschen, auf welchen Chipkarten es gespeichert ist, wer deine zuständige Aufsichtsbehörde ist und so weiter. Und das geht bei einer großen Menge nicht. Da gab es jetzt einen Vorschlag, den hatte ich mir auch rausgesucht, dass man sagt, dass man eine, das hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte als Lösung gesagt, man sagt also, man erhebt die Daten ja nicht direkt bei den Leuten, sondern man knipst in so eine Masse rein und wenn das so ist, gibt es die Möglichkeit, dass man einen Aushang macht. Das ist aber eine Krücke, weil ich schon sage, du stehst ja vor den Leuten, du erhebst die Daten direkt. Ja, also die sehen dich ja im Zweifel oder sehen zumindest deine Linse, sonst wären sie nicht drauf. Ja, also direkt, da geht es eigentlich nicht. Und die versuchen jetzt so eine, ich kriege die Daten von irgendwo anders, so versuchen die es. Und dann kannst du einen Aushang machen. Das klappt alles nicht richtig, deswegen müsste man eigentlich Informationen übergeben. Ja, ist ungelöst, hat noch nie einer abgemahnt, noch nie einer was wegen gemacht. Was soll ich sagen? Ich habe keine Lösung dafür. Okay, also ich habe schon mit EU-Politikern darüber gesprochen, die haben das offenbar irgendwie übersehen, dieses Fotografie-Thema und den Datenschutz. Das ist nicht ordentlich geregelt. Manche sagen jetzt, ja, dann doch wieder über Aushang. Das widerspricht ein bisschen dem Gesetzeswortlaut, worüber der Einzelne aufgeklärt werden muss, was mit genau seinen Daten geschieht. Also es geht eigentlich nur um dieses Information. Das wären so 5, 6 Seiten, die müsst ihr jemandem übergeben. Nicht machbar. Ja, also lass es einfach. Ja. Es ist noch nichts passiert. Das heißt, ne, rechtlich sauber gibt es zwar keine Lösung, aber Nein. Die Praxis zeigt, ja. Ne, schreibt AGBs bei einer Veranstaltung, ne, genau. Formticketkauf, ganz wichtig. Genau. Formticketkauf, ja. Hol dich eine Einwilligung, dann dürft ihr die fotografieren. Passt da aus, Mickey Maus. Schwierig ist immer, wenn du dann Bilder hast von Leuten, und du willst sie später für einen anderen Kontext noch verwenden. Sagen wir mal, du hast ein Fußballspiel und nachher willst du da eine große Vernissage rausmachen. Denkst du, cool, da machen wir direkt Werbebilder für den Kölner FC zum Beispiel raus. Oder bei euch vielleicht in der Nähe, Eintracht Frankfurt. Ja, dann ist das sehr schwierig, weil das ist nochmal eine gesonderte Verwendung, die die Leute nicht vorhersehen konnten. Und das funktioniert dann wieder nicht. Da brauchst du dann wieder eine speziellere Einwilligung, die es von den kurzen AGB nicht umfasst und wäre im Übrigen auch überraschend. Also da rechnet ja keiner mit, dass er nachher auf großen Werbeplakaten zu finden ist. Okay. So, eine hast du noch mitgebracht hier. Ja, und zwar auch wieder ne, Thema DSGVO. Mhm. Damals war es ja immer so üblich, ne, man ist einfach der Schulfotograf kam, ne, hat Klassenfotos gemacht. Ja. So. Und dann konnte man quasi hingehen, ne, und bei denen einfach im Fotostudio, ne, das ist heute eher seltener der Fall, da konnte man sich diese Fotos anschauen. Ne, ja. Kaufe ich die nicht. Mhm. Jetzt mit der DSGVO. Ne, oder zumindest jetzt ist es im Bewusstsein drin. Damals wurden wir nie gefragt. Ne? Der kam einfach, hat fotografiert. Wie schaut das heute aus? Und wie schaut das auch aus mit, ich sag mal zum Beispiel, Mitarbeiterfotos, ne, ja. Die auf eine Homepage draufkommen? Also fangen wir mal mit dem ersten an, Schule und Kinder. Kinder ist immer kritisch. Du brauchst da, wenn es um das Thema Einwilligung selbst geht, schon immer die Einwilligung der Eltern und zwar aller Erziehungsberechtigten. Das ist immer dann ein Fall, wenn Mutter und Vater getrennt leben. Mhm. Vater will nicht, dass Kind fotografiert wird. Mutter sagt, es ist doch cool, toller Fotograf kommt und das Ganze wird dann irgendwo bei Facebook oder Instagram von der Schule aus veröffentlicht. Da gibt es immer Probleme, also da muss schon mal darauf geachtet werden, dass beide Erziehungsberechtigten mit den Bildern einverstanden sind. Naja, und die Thematik mit den Informationspflichten ist genau das Gleiche, wie wenn ich im Fußballstadion fotografiere, habe ich vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, den Eltern auch gleichzeitig so ein Informationsblatt mit an die Hand zu geben. Ja, macht aber in der Praxis auch keiner. Kommen wir zu den Mitarbeiterfotos. Da ist ein bisschen problematisch, dass solche Bilder aus datenschutzrechtlicher Natur, wenn es um die Einwilligung jetzt ginge,
freiwillig sein müssen. Ja, und da ist immer die Frage, machen die Mitarbeiter da freiwillig mit oder sind die in so einer Zwangssituation, weil es alle machen? Gibt es auch noch nichts zu. Aber ich würde auch da wieder den pragmatischen Weg wählen. In solchen Situationen würde ich mir einfach die Einwilligung reinholen, sagen, was ist mit den Bildern, auch vor allen Dingen regeln, was ist, wenn der Mitarbeiter den Job verlässt, kommen die wieder runter, wem gehören die Bilder? Und wenn das alles klar geregelt ist, gibt es meist sowieso keinen Stress, ja? Weil man dann sagen kann, wieso, du hast dem Ganzen noch zugestimmt. Ja, also da solche Dinge kann man dann machen. Mit den Informationspflichten, ja, wir haben das so gemacht. Wir haben den Mitarbeitern wirklich paradoxerweise dann auch noch einen Link geschickt zu den Informationen. Nur ein Link würde wahrscheinlich reichen. Kannst du auch wieder diskutieren, aber wir wollten es auch nicht übertreiben und 30 Seiten mal hier 80 Mitarbeiter, die wir haben, immer wieder ausdrucken, ja, sodass jeder weiß, was passiert nachher mit den Bildern. Also eine ganze Menge an Fragen, die du mitgebracht hast, aber es war nur die Hälfte der Fragen. Ja. Wen das nämlich interessiert hat, jetzt geht's weiter. Mit den 5 nächsten Fragen, die Subscriber deines Kanals rechtlicher Natur hatten und mir gestellt haben. Und wer das sehen will, geht jetzt auf Lionels Kanal. Den haben wir hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also einfach draufklicken. Hammerfotos, die ihr da sehen könnt. Also allein schon wegen der Bilder und der hübschen Models lohnt es sich natürlich mal da vorbeizuschauen. In diesem Sinne, danke, dass du den Weg aus Wiesbaden, Hessens Landeshauptstadt, zu uns in schöne Köln gefunden hast. Viel Erfolg noch mit deinem YouTube-Kanal. Dankeschön. Und ja, bleibt dran, abonniert diesen Kanal und schaut jetzt mal bei Lionel vorbei. Tschüss und bis dahin.